Während sich in Ingolstadt die Freien Wähler auf die Seite der CSU geschlagen haben und auch noch prominente Genossen der SPD in ihren Reihen begrüßen können, läuft es in Pfaffenhofen anders. Dort haben sich SPD, Grüne und Freie Wähler und die ÖDP zusammengeschlossen, um gemeinsam der CSU die Stirn zu bieten. Jetzt gibt es dazu einen schriftlichen Koalitionsvertrag. Gelb, Orange, Rot und Grün ist das Rathauslogo im Koalitionsvertrag eingefärbt. Darin will der künftige Bürgermeister zum Beispiel Kindergartengebühren vom Einkommen der Eltern abhängig machen und auch die bisherigen Projektwochen nicht nur auf den AWO-Kindergarten beschränken. Projektwochen, wo man die Natur und den Wald erfährt. Aber ich glaube, das muss verstetigt werden. Das muss Standard in allen Betreuungseinrichtungen sein. Man muss musische Bildung, naturwissenschaftliche, sprachliche Bildung, man muss den Kontakt zur Heimatstadt fördern. Und das kostet nicht alles Geld, aber das kostet Ideen und das kostet Einsatz. Und ich bin mir sicher, wir werden das gemeinsam mit unseren engagierten Kinderbetreuerinnen und Betreuern auf den Weg bringen. Insgesamt setzt die neue Koalition im Rathaus auf mehr Bürgerbeteiligung. In allen Bereichen sollen die Entscheidungen im Stadtrat transparenter und offener werden. Außerdem will die Verwaltung auch mit gutem Beispiel vorangehen. Das ist richtig. Wir haben das Kyoto-Protokoll eigentlich schon erfüllt. Wir wollen aber auf dem Weg weitergehen. Also es soll nicht nur die Biomassekraftwerk da aktiv sein, sondern wir wollen die Photovoltaik fördern von Seiten der Stadt aus auch. Und so viel ich informiert bin, will auch die Sparkasse da einsteigen und mitmachen. Ich denke, dass das ein guter Weg ist. Solche Projekte hatte der alte Stadtrat gestoppt, weil die Photovoltaikzellen auf den Dächern angeblich Schneelawinen auslösen könnten, so das Argument der CSU. Mit dieser Partei wollen die Freien Wähler im Stadtrat von Pfaffenhofen nicht koalieren, so wie in Ingolstadt. Wir wollten uns nach dem überwältigenden Wahlergebnis, das Thomas Herke als Bürgermeister eingefahren hat, nicht als Gegenpol gemeinsam mit der CSU verstehen und dagegen arbeiten, sondern wir wollten uns konstruktiv in die Arbeit des neuen Bürgermeisters einbringen. Wir wollten ihn unterstützen. Bei der konstituierenden Sitzung am nächsten Dienstag müssen sich die neuen Mehrheiten dann bewähren und die Stellvertreter des neuen Bürgermeisters wählen.